Heute geht es in Berge im Porträt tatsächlich mal um ganz viele und nicht nur einen Berg. Denn es geht heute um die Bauten, die wir so oft auf den Gipfeln in den Alpen und an anderen Orten der Welt finden. Aber mindestens genauso oft eben auch nicht. Warum manche Berge Gipfelkreuze haben, manche Berge Statuen oder gar ganze Kunstwerke und viele Berge schlichtweg gar nichts, darum geht es jetzt. Das Gipfelkreuz, die Madonna, die Gebetsfahnen, das Steinmännchen, all das haben viele von uns schon mal auf einem Gipfel stehen gesehen. Oftmals vielleicht sogar gar nichts. Und viele fragen sich, woher kommen sie eigentlich, diese ganzen Bauten auf den Gipfeln und warum stehen sie genau da? Um der Frage nach den Gipfelkreuzen nachgehen zu können, muss man sehr weit in die Vergangenheit zurück. Und trotzdem kann ich jetzt schon garantieren, eindeutige Antworten werden wir ohnehin nur sehr schwer bekommen. Die Geschichte der Gipfelkreuze beginnt eigentlich schon vor 900 Jahren, also in Zeiten, in denen Österreich und Deutschland und Co. nicht ansatzweise so aussahen wie heute. In dieser Zeit wurden große Kreuze dafür genutzt, um Grenzen ganz deutlich zu machen. Mit Gipfeln hatte das aber alles noch relativ wenig zu tun. Doch das Kreuz war als Symbol gesetzt. Das Kreuz als religiöses Symbol war in Europa gesellschaftlich allgegenwärtig. So war es wenig verwunderlich, dass auch bei der Markierung wichtiger Punkte das Kreuz genutzt wird. Bis zum Jahr 1492 war die Frage nach den Gipfelkreuzen nicht gestellt, denn Berge und Gipfel im Allgemeinen waren in dieser Zeit eine absurde, fast schon hinderliche Landschaftsform. Man konnte sie nicht wirklich nutzen. Sie machten Transportwege unnötig schwer und wirkten gefährlich. 1492 verfolgte Karl der VIII., damals König von Frankreich, jedoch eine neue Umgangsweise. Er wollte den Berg nicht fürchten, sondern dominieren. Deshalb befahl er Antoine de Vie die Besteigung des Berges und die Platzierung eines Symbols, natürlich eines Kreuzes. 10 Männer machten sich also auf den Weg, den Mont Agi zu besteigen. Sie erreichten mit großer Mühe nach 2 Tagen den Gipfel und stellten dort ein Kreuz auf. Es sollte ein religiöses Symbol sein. Schließlich hielt ein Priester am Gipfel selbst noch eine Messe ab. Doch vor allem war es ein Zeichen von Macht. Die Macht, den Berg dominiert zu haben und ihm den Willen des Menschen, in diesem Fall ein Kreuz, aufgezwungen zu haben. Die Macht über Land war ein Selbstverständnis im 15. Jahrhundert, doch die Berge, die waren hier stets eine Ausnahme. Mit diesem Akt war die Entmystifizierung der Berggipfel letztlich entstanden. Da springen wir von der Übergangszeit des Mittelalters in die späte Neuzeit. Das 19. Jahrhundert war dominiert von Erstbesteigungen, vor allem in den Westalpen, vor allem von den Briten. Doch auch in den Ostalpen waren Erstbesteigungen an der Tagesordnung. Ein wichtiges Mittel, um klarzumachen, dass ein Berg bereits bestiegen wurde, war letztlich das Kreuz. Ein schlichtes Holzkreuz, zusammengenagelt und meist erst am Gipfel zusammengebaut, sollte die Eroberung eines Gipfels markieren. Auch hier lässt sich wieder diese Demonstration von Macht herauslesen. Doch diesmal nicht so sehr die Macht gegenüber der Natur, die damit bezwungen wurde, sondern auch die Macht gegenüber anderen Menschen, dass sie hier jedenfalls nicht als Erster waren. Das religiöse Symbol spielte dennoch natürlich eine wichtige Rolle. Man hätte ja genauso gut eine Stange oder eine Schachtel am Gipfel ablegen können. Das Kreuz ist es aber geblieben, weil Bergbesteigungen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts stets auch eine göttliche Angelegenheit waren. Auf vielen sogenannten Expeditionen in den Alpen waren Priester dabei, um mit Gottes Segen die waghalsigen Unternehmungen besser zu überstehen. Die Religionen waren also Teil des Bergsteigens und damit logischerweise auch Teil des Gipfels. Macht, Religion, Demonstration, all das waren Gründe für die Gipfelkreuze, deren Ursprung zurückreicht in eine Zeit, als noch Könige die Ländereien Europas beherrschten. Viele Gipfel haben jedoch nie ein Gipfelkreuz erhalten. Woran liegt das? Gipfelkreuze existierten damals an 2 Arten von Bergen. An den wichtigen oder höchsten und an den offensichtlichsten. Ein Gipfelkreuz an einem dominanten Berg zu platzieren, zeigte allen Menschen im Tal, dass da oben ein Kreuz und ein symbolisierter Herrgott über sie wacht.
Die wichtigsten und höchsten Berge galt es entsprechend zu würdigen. Doch blieben natürlich zahlreiche, nämlich über 28.000 Gipfel der Alpen, ganz ohne ein Kreuz zurück. Diese Gipfel haben letztlich nie die Aufmerksamkeit der Fürsten, Kaiser und Könige erhalten. Ihre Erstbesteigung und weitere Besteigungen warteten stets auf einfache Menschen, die die Natur und den Berg als spannende Herausforderung der Freizeit betrachteten und weniger als eine göttliche Aufgabe oder eine heroische Tat. Im Fokus dieser Menschen stand in erster Linie die Demut gegenüber dem Berg und nicht die Dominanz. Und da die unscheinbaren Gipfel der Alpen rein quantitativ überragen und damit deren Erstbesteigung irrelevant für die Großmächte waren, blieben diese teilweise eben für immer leer. Was wiederum beweist, Gipfelkreuze haben über die gesellschaftliche Rolle hinaus keine echte Bedeutung gehabt. Eine kleine Ausnahme bildeten später dann die Messstationen, die in Gipfelkreuzen verbaut wurden. So sind meteorologische Daten gelegentlich direkt von kleinen Einrichtungen an oder bei Gipfelkreuzen auszulesen. Wobei natürlich klar ist, dass es für solche Forschungszwecke eigentlich ebenfalls nicht unbedingt so ein Gipfelkreuz gebraucht hätte. Die Gipfelkreuze kann man natürlich trotzdem schön finden. Man kann sie auch hässlich finden. Ob sie zu den Bergen dazugehören oder nicht, das bleibt letztlich eine Frage der kulturellen Einstellung gegenüber den Bergen selbst. Ist man da religiös oder auch der Meinung, dass Berge erobert werden, dann sind Gipfelkreuze viel selbstverständlicher und logischer, als wenn man keinerlei Bezug zu der Form des Kreuzes hat und eigentlich Berge möglichst unangetastet sehen will. Deshalb gibt es auch hier kein richtig oder falsch. Es gibt aber andere Ansätze in anderen Kulturen. Die Nepalesen, Chinesen, Pakistani und Inder haben mit einem Gipfelkreuz rein gar nichts am Hut. Warum auch? Deren Kultur sagt, Berge und damit auch die Gipfel sind heilig. Sie sind die Ruhestätten der Götter. Jegliche Form der Veränderung wäre eine Absage an den Respekt gegenüber den Göttern. Das kann man als Europäer jetzt natürlich dumm finden. Doch finden es die Nepalesen ebenfalls dumm, dass wir unsere Kreuze überall aufstellen. So sind Kulturen eben unterschiedlich. In Nepal werden dafür häufig Gebetsfahnen entweder befestigt oder bei der Besteigung in die Höhe gestreckt. Der Wind soll die Gebete zu den Göttern bringen. In Südamerika sind die meisten Gipfel ebenfalls nicht möbliert, wie Reinhold Messner sagen würde. Vereinzelt findet man am Monte Pisis oder dem Aconcagua kleine unscheinbare Kreuze. Manchmal sind sie lediglich aus Blechrohren oder Wasserleitungsrohren zusammengeschweißt. Eine große Kultur der Gipfelkreuze gibt es dort also eigentlich auch nicht. Somit sind die Gipfelkreuze in den Alpen tatsächlich eine Besonderheit. Ob sie am Ende des Tages als was Tolles oder als was Furchtbares gesehen werden, das bleibt natürlich eine individuelle Beurteilung. Man sollte mit Gipfelkreuzen abschließen, als das, was sie einst waren. Die Zeichen von Religion und oder Macht. Beides sollte eigentlich in den Bergen heute nämlich keine Rolle mehr spielen. Daher hat sich auch der Alpenverein gegen die Errichtung neuer Kreuze ausgesprochen. Doch viele Kreuze werden, wenn sie saniert werden, heute als eine Chance gesehen, die eigene Tourismusidee nochmal richtig anzuheizen. Kreuze werden heute nicht nur hochgetragen und aufgestellt, nein, Architekten sind monatelang mit Designs beschäftigt. Die Gipfelkreuze müssen sich regelmäßig übertreffen, damit man Anreize für Touristen schafft, die Berge zu besuchen. Um hier meine persönliche Meinung einzuwerfen, ich halte das für respektlosen, kulturlosen, verachtenswerten Blödsinn. Gipfelkreuze werden heute manchmal immer größer, immer architektonischer und müssen bombastisch aussehen. Statt die alten, kaputten Kreuze abzubauen und ein Kapitel zu schließen, wird ein komplett neues Kapitel aufgemacht, das fast so wirkt wie im Jahr 1492. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich übrigens wirklich über eure Meinung zu Gipfelkreuzen freuen. Jedoch mit der Bitte, bleibt sachlich. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!